Hallo und herzlich willkommen zurück bei Strickstrumpfhosen, eurem Kanal rund um Strickstrumpfhosen bei YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wie nicht anders zu erwarten, gibt es wieder eine Strumpfhose, die ich euch vorstellen möchte. Wieder eine Zopfmusterstrumpfhose, allerdings auch wieder Baumwolle, also nichts allzu dickes, von einer ganz kleinen Firma. Und ich habe leider das Etikett nicht aufgehoben, aber die segeln unter dem Namen Pia. Und gibt es auch beispielsweise, ich habe da von denen eine Karo-Strumpfhose, solche Sachen, das habe ich euch schon mal gezeigt, meine ich, auch schon ein bisschen her. Ja, die Strumpfhose ist zum größten Teil aus Baumwolle, sie ist wirklich groß, die gibt es auch bis XL und XL meint hier XL, also die geht bis hier, ohne dass man allzu sehr daran ziehen muss. Und im Gegensatz zu der S-Oliver-Strumpfhose, die ich euch letztens vorgestellt habe, ist die auch wirklich ordentlich verarbeitet. Also sprich, der Fuß hat eine Ferse und die Zehen sind so genäht, dass es nicht drückt und so weiter. Also es ist im Gegensatz zu diesen fächen Strumpfhosen ist das wirklich was auch ein bisschen hält. Die Farbe, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt, ich glaube nicht, ist halt Wollweiß, Eierschale, wie man es immer nennen will. Ich mag ja eigentlich lieber klares Weiß, aber Problem für mich ist auch, dass ich als Mann die relativ selten tragen kann, denn die Outfits, wo das dann mit dazu passt, die sind dann ja vielleicht auch ein kleines bisschen zu auffällig meistens. Ja, ansonsten ist die nicht dick. Ich habe es eben schon gesagt, das ist eher auch so eine Übergangszeit Strumpfhose, also Außentemperaturen, ich sag mal irgendwo zwischen 5 und 10 Grad passt sie gut. Im tiefen Winter würde ich sie vielleicht nicht gerade empfehlen oder halt gut, unter einer Hose, dann passt es eigentlich immer. Vorwiegend Baumwolle, das brauche ich euch nicht großartig zu erklären, ich denke die meisten kennen das. Wolle ist auf jeden Fall was Angenehmeres, die gleicht halt Temperaturen aus, das kann die so nicht. Ja, Kosten, ich meine auch irgendwie 15 Euro, 17 Euro, sowas rum. In dem Fall allerdings aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, tatsächlich mal das Geld wert. Die gibt es übrigens auch nicht am großen Fluss oder in der großen Bucht, sondern die ist so eher ein Fall für kleinere Händler. Da hat mir mal jemand von meinen Sehern auch einen Tipp gegeben, dass es ab und zu auf Wochenmärkten wohl Firmen gibt, die die auch anbieten. Also diese Marke Pia. Ich bin schon, weiß ich nicht, seit 2 Jahrzehnten oder so nicht mehr auf dem Wochenmarkt gewesen. Ich kann es nicht bestätigen. Aber ich glaube, die Firma, die mir geschickt hat, die gehen aber auch auf Märkte. Ich weiß es nicht. Schaut selber mal nach, fragt mal Google. Und die kann ich auf jeden Fall rundum empfehlen fürs Geld. Und wer sich traut, klar, wo das, denke ich mal, ganz gut funktionieren würde, ist so beim Wandern halt mit einer Cargohose oder ganz klassisch Kniebundhose oder sowas. Da passt sie mit Sicherheit gut zu und da macht die auch Sinn von der Materialstärke her. Und ich denke, schwitzen wird man auch nicht großartig drin. Also dementsprechend für Wandern würde ich sie dann tatsächlich nochmal als besondere Empfehlung durchgehen lassen. Gut, ich hoffe, das Video wird qualitativ was, denn weiß ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Vielleicht muss ich da noch irgendwie mal am Computer ein bisschen Kontrast draufsetzen. Wir werden es sehen. Gut, so viel für heute. Danke fürs Zusehen und bis bald.